Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. Viele Shop-Systeme haben wir bereits hinsichtlich der Suchmaschinenoptimierung angerissen. Welches wichtige Shop-System allerdings noch gefehlt hat, ist Shopware. Auch in Shopware kannst du natürlich einiges dafür tun, um deine Artikel, deine Kategorien und beispielsweise deine Blogs in den Google SERPs weit vorne zu platzieren. Deshalb reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, sondern switchen direkt in unser Shopware 5 Backend. Unter Artikel könnt ihr euren ersten Artikel anlegen und darauf achten, dass ihr SEO-optimiert dabei vorgeht. Die Artikelbezeichnung sollte nämlich euer Fokus-Keyword enthalten. Ein Weg, um dieses zu ermitteln, könnte die Google Search Console sein. Dort habt ihr die Möglichkeit, bestimmte Seiten eures Jobs auszuwählen. In unserem Fall also die Produktseite. Zu dieser könnt ihr im Reiter Suchanfragen schauen, wonach die Leute suchen, um auf euer Produkt zu stoßen. Dazu bekommt ihr noch die genaue Anzahl der Impressionen, um euch ein direktes Bild von der Stärke dieses Keywords zu machen. Wenn ihr euch für euer Top-Keyword entschieden habt, gebt es als Artikelbezeichnung ein. In unserem Fall ist es stylischer und kleiner Rucksack für Herren. Damit sind wir noch in den 55 Zeichen. Warum es genau 55 Zeichen sind, könnt ihr euch detaillierter im oben rechts verlinkten Video anschauen. Dieses Fokus-Keyword darf natürlich auch in der Beschreibung nicht fehlen. Es sollte immer am Anfang stehen und durch Synonyme oder eben einfach leicht verändert durch die Syntax immer wieder vorkommen. Übertreibt es dabei aber nicht, da es sonst zu SEO-Sanktionen seitens Google kommen kann. Durch die hier erkennbare H2, in der dann auch das Fokus-Keyword vorkommt, aber auch durch Fettungen, die mittels Code, der in der Artikelbeschreibung integriert wird, könnt ihr dem Googlebot verdeutlichen, was wichtig ist. Das heißt bis hierhin, recherchiert euer Fokus-Keyword durch beispielsweise die Google Search Console, sollte es sich um einen bereits existierenden Artikel handeln. Falls nicht, benutzt die Google Autosuggest-Funktion oder schaut auf den Mitbewerb. Was ihr tunlichst vermeiden solltet, ist es, Herstellertexte 1:1 zu übernehmen. Das schafft Duplicate-Content und tut eures SEO sicherlich nicht gut. Von daher mindestens abändern, wenn nicht komplett umschreiben. Darüber hinaus sollten Überschriften, wie in unserem Fall die H2, benutzt werden und durch Fettungen wichtige Wörter hervorgehoben werden. Der letzte Tipp für dieses Video lautet, Metadaten gewissenhaft aushöhlen. Diese findet ihr am Ende der Artikelübersicht. Auch hier ist wieder unser Fokus-Keyword enthalten und durch Online-Kaufen ergänzt worden. Die Meta-Beschreibung darf bis zu 170 Zeichen lang sein und sollte auch das Fokus-Keyword sowie eine genaue Produktbeschreibung und idealerweise die Marke enthalten, wenn diese denn bekannt ist. Die Keywords werden von Google vernachlässigt. Sie können zwar für die shop-interne Suche genutzt werden, für Suchmaschinen sind diese allerdings nicht relevant. Das waren drei wichtige Faktoren, die du in deinem Shopware-Shop berücksichtigen solltest. Wenn du mehr über SEO allgemein wissen möchtest oder gerade die Hintergründe verstehen möchtest, warum wir in unserem konkreten Beispiel eine H2 und keine H1 gewählt haben, dann schau dir gerne unsere anderen SEO-Videos an. Wir verlinken euch diese in der Beschreibung. Sollte es noch weitere Fragen zu Shopware geben, könnt ihr uns diese gerne in den Kommentaren hinterlassen. Gehabt euch wohl und gerne abonnieren, euer eBakery-Team.